der Ruhr, liebe Freunde. Und das bedeutet, wir sind zurück in den finalen Distanzen, in den 250 Meter Rennen unseres Kettwiger Herzcups. Die Achter sind los. Und so wie ich mir eine Setzliste besorgt habe, weiß ich auch, wer es war. Jedenfalls Herzcup-Sieg für die Außenbahn. Drei Boote haben Fahrt aufgenommen. Mittelstand Nummer 7, die Renngemeinschaft aus München und Regensburg und Hannover. Die Hansa aus Hamburg in der Mitte und Bonn mit Bayern Leverkusen, Düsseldorf. Sie sprinten hier alle drei nochmal um die guten Platzierungen, denn sie wollen natürlich vielleicht aus einem 5. oder 6. Platz noch einen besseren machen. Außen auf jeden Fall bleibt es so mal Platz 5 für das Team aus München, Regensburg und Hannover. Deshalb sie sind jetzt hier wirklich. Gegangen sind. Der Hamburg und Germania Ruderclub mit der Rudergesellschaft Kassel auf jeden Fall. Das ist das Boot auf der Außenbahn. Also die haben sich nochmal irgendwie an einen anderen Startkahn gelegt und es gewinnt hier unten tatsächlich das Boot aus Berlin. Doppelvierer bei den Männern. Ungeschlagen bisher das Team auf der Außenbahn. Aber es führt der Rudergesellschaft und Kölner. Komm, Trier! Das Boot des Teams Erkrath Jennesheim vorwirkt zu diesem Jahr und dann das Vereinsboot des Erkrath am Schluss. Liebe Teams, liebe Groß, bitte denkt daran, um eure Bootszene, eure Boot und um eure Bootszene so viel Ordnung wiederherzustellen, dass da hinterher kein Müll mehr liegt. Das ist im Moment noch nicht so ganz der Fall. Also bitte besorgt euch einfach bei unserer freundlichen Edith an der Regatta-Kasse an der Bootroute. Dann könnt ihr da alles gerne reinrollen.